Hey. What's up? Lukas Rieger, Codebox, yay. Hey, everybody, my name is IGMBS und heute machen wir das Unboxing von der Lukas Rieger Codebox. Ja, das ist die Box. Und dann haben wir einen Barcode. Hier seitlich steht Code. Hier oben ist der Code. Und hier steht nochmal Lukas Rieger. Und ja, jetzt machen wir das Unboxing. Und wenn ihr eine solche Box haben möchtet, dann bleibt bis zum Schluss dran. Denn es wird wieder eine Verlosung geben. Und am Schluss verrate ich euch, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt machen wir das Ganze erstmal auf und schauen, was denn überhaupt in dieser Box ist. Dazu fahren wir jetzt hier mal mit diesem Cutter ein bisschen entlang, damit wir diese äußere Folie entfernen können. Dann machen wir das mal so. Weg mit der Folie. Ja, und dann können wir diese Box öffnen. Irgendwie. Könnt ihr das sehen? Da ist eine leichte Delle hier in der Box. Das ist nicht so cool. Was ist denn da passiert? Das ist nicht so ganz so nice. Naja. Nun ja, machen wir mal auf. So, schauen wir mal. Da sehen wir schon, als erstes sehen wir einen Schal. Hier, packen wir mal aus. Ja, das ist dieser Schal. Kann ich nur sehr schwer... da müssen wir auch die andere Seite zeigen. Hier steht dann nämlich... Lukas Rieger Coach steht auf dieser Seite und auf der anderen Seite, ja, und das sind eben diese Flaggencodes drauf. Okay, ja, das war der Schal. Machen wir hier mal zur Seite, das ist der Schal. Hier haben wir, what is this? Gehört das so? Nee, ne? Das ist noch irgendwie so ein Stück Karton oder Deck. Keine Ahnung, weg damit. Das ist auch so ein Flaggencode. Also da steht. Holy shit, das ist runtergeflogen. Alter! Ja, das ist so ein Patch. Das kann man dann irgendwo ranbügeln oder so. Ja, okay. Hier haben wir einen Aufkleber mit Lukas Rieger Code. Okay. Hier haben wir einen weiteren Aufkleber. Und zwar ist das auch wieder so ein Flaggencode, wo dann Code steht. Okay, ja, und dann kommen wir auch hier zu den CDs und DVDs. Da haben wir zunächst einmal eine Bonus-DVD in Rot gehalten. Lukas Rieger Bonus, okay. Ein Shooting, eine Ansage und Warum bist du so? Das Musikvideo, okay, das ist da drauf. Dann haben wir die Instrumentals. Ja, das sind die ganzen Instrumentals auf dieser CD. Holen wir mal raus, schauen wir mal an. In Grau. Okay. Und dann haben wir dieses Album, Lukas Rieger Code, mit 11 Tracks. Ja, und jetzt müssen wir hier mal wieder schauen, das können wir ja auch noch aufmachen. Wo ist der Anfang und Ende? Weißt du was, wo kann ich denn? Alter, was ist denn heute los? Mann, alles fällt hier runter. Wir haben ja diesen Cutter, dann machen wir das jetzt so. Wir werden das ja heute noch aufbekommen. So, jetzt geht's. So langsam haben wir dann die CD auch offen und können die rausholen. So, jetzt haben wir es offen, sehr gut. Und dann werfen wir mal einen Blick hier hinein. Diese CDs sind weiß. Steht auch nur Lukas Rieger Code drauf. Holen wir mal das Booklet hier raus. Komm raus da. Es will nicht. Komm jetzt da raus. Warum geht denn das nicht da raus? Sieht völlig aus. Was ist denn das? Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch total... Alter. Kommt das jetzt? So, jetzt haben wir es auch draußen. Ich werde wahnsinnig. Warum ist denn das so schwer da rausgegangen? Schauen wir mal rein.
Mhm. Okay. Ja, danke. Okay. Lyrics scheint es leider keine zu geben. Das ist ein bisschen schade. Naja. Das sind so Danksagungen hier. Schieben wir das mal wieder rein. Ich hoffe, wir kriegen es wieder raus, wenn wir es mal wieder raus haben wollen. Ja. Schieben wir hier mal rein. Okay. Nun ja. Das ist die CD. Ich habe es nicht richtig reingegangen. Irgendwas ist hier merkwürdig mit diesem Booklet. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Gut. Jetzt haben wir noch das hier. Das ist ein Poster. Mal auf hier. So. Mit Autogramm haben wir hier. Das ist das Poster. Das sieht so aus. Das ist eben im Endeffekt nochmal hier das Cover als Poster. Eine Seite ist nur bedruckt. Diese Seite hier ist bedruckt. Nun ja, das war aber auch schon der ganze Inhalt. Und nun ja, also hallo, wie war denn das jetzt da zusammengefaltet? So, ja, haben wir es wieder zusammen. War das jetzt, ja. Ja. Gut, ja, also nun ja, also ich sag mal so, vom Inhalt her beschränkt sich die Box ja schon aufs Wesentliche. Wir haben natürlich das Album, eine Instrumentals-CD, eine Bonus-DVD, zwei Sticker, ein Patch und ein Schal. Ist jetzt nicht krass, überkrass gefüllt, die Box. Also wir haben ja neulich die Box gesehen von Mike Singer, der war ja krass, wie viel da drin war. Hier beschränkt man sich etwas aufs Wesentliche, ist nicht verkehrt, aber nun ja, zu dem Preis, die Box war nicht günstig, die hat nicht wenig gekostet und da ist ein bisschen wenig drin. Nun ja, naja, wie auch immer, wenn ihr die Box haben wollt, was müsst ihr tun? Denn diese Box hier, die wir gerade ausgepackt haben, könnt ihr gewinnen, wir machen mal wieder zu, das hier könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr tun? Nummer 1, ihr müsst diesen Kanal hier abonnieren. Das ist ganz wichtig. Und da wir das Problem ja beim letzten Mal hatten, zeigt eure Abos bitte öffentlich an. Sonst kann ich das ja gar nicht nachvollziehen, ob ihr überhaupt abonniert habt. Ja, Nummer 2, ihr müsst einen Kommentar schreiben mit Box am Anfang. Und ja, und bitte vergesst das Box am Anfang nicht. Das ist ganz wichtig, weil wenn später ein Kommentar ausgewählt wird, wo nicht Box am Anfang steht, kann ich das leider nicht zählen lassen. Wenn ihr nur irgendwas zu dem Video schreiben wollt und nicht teilnehmen wollt, dann lasst das Box weg. Aber ansonsten bitte mit Box vorne. Der dritte Punkt ist, ihr müsst das Video teilen. Das könnt ihr entweder über eure Social Media Kanäle machen oder über WhatsApp an eure Freunde schicken oder sonst irgendwas. Und Nummer 4 ist, ihr müsst das Video liken. In der Videobeschreibung gibt es die ganzen Bedingungen, bitte beachte die. Die Verlosung beginnt heute am 18.02.2018 und ihr habt Zeit bis zum 3.03.2018. Das ist ein Samstag, 23.59 Uhr. Bis dorthin könnt ihr Kommentare schreiben, danach werde ich die Box verlosen. Der Gewinner wird dann wieder, wie das letzte Mal, mit dem Random Comment Picker ausgewählt. Das heißt, ihr könnt natürlich so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt, aber übertreibt es nicht, denn sonst werdet ihr möglicherweise wegen Spam geflaggt und das wäre ja schade. Ja, ansonsten war es das für das heutige Video. Lasst mich mal wissen, wie ihr die Box findet. Eine Sache wollte ich noch sagen. Also nochmal kurz hier aufmachen. Ich habe jetzt schon etwas reingehört in das Album und richtig, richtig interessant fand ich Nummer 10, Heart Skips a Beat. Dieses Lied ist irgendwie richtig mystisch. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, hört mal rein. Das ist auf jeden Fall richtig krass, das Lied. Sehr, sehr, sehr mystisch. Ja, das war's für das heutige Video. Ja, viel Spaß bei der Teilnahme an der Verlosung, wenn ihr teilnehmen wollt. Ansonsten lasst mich mal wissen, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.